Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Pathologic. So, um es noch rechtzeitig zu schaffen, hier rüber zu gehen, gehen wir hier alles entlang und versuchen zu... Ein Bandit. Scheiße. Auch noch eine Ratte? Scheiße. Okay, das war scheiße. Ich sollte mich mit denen nicht aufhalten. Ich sollte einfach direkt zum jungen Vlad gehen und die Sache abhaken. Haben wir... Oh. Ernsthaft? Ja, also ich wollte eigentlich nachsehen bei den Drogen. Ich könnte das hier nehmen, aber... Ich habe nichts gerade, was mir hier wieder... ein bisschen die Gesundheit geben würde, um ein Antibiotikum oder so zu nehmen, um meine Infektion loszuwerden. Aber gut, kein Problem. Und wo kommt eigentlich die Ratte her? Das ist recht hinter uns. Okay. Mich interessiert das da drüben nicht. Wir laufen einfach. Ja. Scheiße, da laufen ja sehr viele von den Feuerwerfern rum. Und da ich infiziert bin, will ich das nicht überstrapazieren. Ich dachte zuerst, ich könnte bei dem einen Typen mal ein bisschen Verbände, er verkauft Verbände, nicht Kabelbinder. Verbände um Kabelbinder? Ich meine Blutbinden. So. Das sind sehr gereinigte Gebiete, also hier sollte nichts mehr passieren. Die Ratte ist immer noch hinter mir her. Die gehen einem auf den Sack. Verdammtes Jahr. Oh Scheiße. Stimmt. Das ist Versorgungsgebiet hier. Das habe ich gerade nicht gedacht. Was? Woher? So, ich bin gleich draußen. Gut. Wir sind infiziert. Bis jetzt haben wir nur noch ein Pulver. Ich habe das Mädchen nie wieder gefunden, das Pulver verkauft. Was sehr schade ist. Aber sind wir von der Zeit her... Oh, Gott sei Dank. Aber... Das ist auch infiziertes Gebiet. Oh, da ist er. Hey, Freund. Die Angelegenheit muss zu Ende gebracht werden. Was gibt es, Mediziner? Der Bucklige ist tot, Meister Vlad. Wirklich, ohne ihn haben die Aufhetzer nicht,
nicht gewagt, sich zu rühren. Die haben uns angegriffen. Sie, unsere Familie wird sie niemals vergessen, Doktor. Es war eine Ehrensache. Hier ist der Lohn, den ich Ihnen versprach. Davon abgesehen können Sie sich der ewigen Dankbarkeit der Algrimskis, der jüngeren Generation gewiss sein. Es ist gut. Was getan ist, ist getan. Das ist ein wichtiger Zusatz, oder nicht? Ja. Okay, wir haben Geld. Und nach dem hier zu urteilen, der Angriff wird nicht ausgeführt. Der Bucklige ist tot. Am Allgemeinen gibt es eine höhere Gerechtigkeit als die, im Allgemeinen gibt es eine höhere Gerechtigkeit als diese hier. Tatsächlich ist diese Orgie der Aufhetzung aufgrund eines meiner Fehler entstanden. Aber vor dem Hintergrund einer allgemeinen Anarchie ist dieser Sieg ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber der Inquisitor sollte es in seine Überlegungen einbeziehen. Gut. Die Erschöpfung ist, gelinde gesagt, mörderisch. Ob ich von hier aus zu Eva nach Hause kommen kann? Ja, von hier komme ich nicht weiter. Ich sollte hier speichern. Ich weiß, wir sind infiziert, also stärker infiziert als sonst. Okay, da wäre sein... Haha! Ich dachte schon, das ist ein Verfolger. Gut, bevor ich... ...in der Infektion sterbe... überall Feuer... ohne Ratte. Der Tag ist nun zu Ende. Aufgrund ihrer rechtzeitigen Anstrengungen konnten die Menschen, die ihnen helfen wollten, ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Die Masken im Theater spielen eine neue Pantomime. Okay, habe ihn getötet. Kann das ganze Zeug mitnehmen. Nein, er wusste es. So, wir haben hier gespeichert. Dann auf geht's. Ich will doch nur schlafen gehen. Und Sachen ausprobieren. Ah, verdammt. So, der versucht hier... eine zu verprügeln. Ich versuche jetzt hier. Hier einfach nur vorbeizuschleichen. Ich hoffe, es ist einfach an uns vorbeigegangen. Der Tag ist nun zu Ende. Aufgrund ihrer rechtzeitigen Anstrengungen konnten die Menschen, die ihnen helfen wollten, ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Scheiße. Die Masken im Theater spielen eine neue Pantomime. Ah, scheiße. Ich habe keine Munition mehr, oder? So viel ich es noch weiß. Oder... wir werden es gleich sehen. Nein, keine Munition. Wirklich schade. Wirklich, wirklich sehr schade.
So. Der Tag ist nun zu Ende. Aufgrund ihrer rechtzeitigen Anstrengungen konnten die Menschen, die ihnen helfen wollten, ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Die Masken im Theater spielen eine neue Pantomime. Ernsthaft? Was ist das für ein Scheiß? Hilfe! Scheiße. Oh no. Wir haben eigentlich nichts, was uns das Leben retten könnte. Kann man beim jungen Vlad schlafen? Er hat doch ein Bett. So, die Zeit ist gleich abgelaufen. Ich will kurz warten, damit die Meldung kommt, dass niemand gestorben ist, der mir helfen wollte. Eigennutz spielt Okay. Er hat noch nichts Neues. Der Tag ist nun zu Ende. Aufgrund ihrer rechtzeitigen Anstrengungen konnten die Menschen, die ihnen helfen wollten, ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Die Masken im Theater spielen eine neue Pantomime. Gut, wir speichern. Pantomime. Ja, wir haben gespeichert. Und jetzt schlafen wir 6 Stunden. Einfach mal so. Die Gesundheit ist niedriger geworden. Warum? Wegen der Infektion? So, wenn ich zuerst das einnehme, das sollte meine Gesundheit ja nach oben treiben. Und die Müdigkeit, bla. Immer wieder geht sie leicht runter. Hunger geht drauf. Gut. Wir haben genug Lebenspunkte, um Sachen auszuprobieren. Und zwar... Das hier? Okay, das war tödlich. Die Frage ist wirklich, wie machen wir es am besten? Ich könnte... Wie viel Prozent? 7%? 0%. Oh, das ist nicht gut. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Ist die Infektion 0? Oder... Das jetzt ist einfach nur zum Testen. Nur zum Testen, ob es noch da ist. Keine Zeit. Das heißt so. Woran sind wir? Hunger! Oh, verdammt. Hab vergessen, auf die Hungerleiste zu achten.
So. Einmal so. Erhöht ein bisschen die Gesundheit, erhöht die Immunsystem. Die Erschöpfung ist wesentlich schneller runtergegangen als sonst. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Das nur zum Testen. Also die Infektion hat sich noch nicht verbreitet. Wir sind mittlerweile beim Tag 8. Gut, Rationen. Okay, wir haben sehr viel Zeit verstreichen lassen. Daran hat es nichts geändert. Hunger könnte mir gerade einen Strich durch die Rechnung machen. Sehr knapp. Aber gut. Jetzt wissen wir, das Pulver hat geholfen. Bevor wir das auch machen, muss ich schnell hier... Virinium, ein starkes Getränk, das auf dem seltenen Kraut Oxytocia, Virinium basiert, wirkt wie ein Schmerzmittel und hilft über Nacht bei der Genesung, unterstützt die Arbeit des Immunsystems. Nach Informationen älterer Bewohner in diesem Gebiet können hohen Dosis des Getränks eine Infektion erfolgreich bekämpfen. Einige Auswirkungen, die Virinium auf den Organismus haben kann, sind allerdings noch nicht näher erforscht. Eine hohe Dosis. Wir haben die mal einfach so genommen. Oder mal das hier. Jetzt ist die Frage... Können wir so eins und noch eins. Die Gesundheit ist fast am Arsch. Vermag es die Krankheit auf mittlere Entwicklungsstufe zu bekämpfen. Morphium gibt ein bisschen Gesundheit wieder. Dafür ist die Erschöpfung enorm. Kann es sein, dass Morphium am besten eine Überdosis, hohe Maß an Effektivität des Immunsystems, okay. Eine hohe Dosis ist sehr gefährlich für die Gesundheit. Nur hohe Dosen haben die gewünschte Wirkung, können aber ernsthafte gesundheitliche Schäden auslösen. Das hier
kaum negative Auswirkungen. Ja. Hunger. Das ist 95. Immunitätsstufe. Geringfügig? Geringfügig. Weißer Impfstoff, aber das nächste ist absolute Impfstoff, oder? Moment. Die Infektion ist gering? Oder? Nee, es scheint noch leicht rot zu sein. Das ist das, was man nicht so gut erkennen kann. Deshalb bin ich mir am Überlegen, nochmal zu testen. So. Was passiert, wenn ich schlafe? Es steigt, oder? Ja, es wird röter und röter. Ja. Verdammt. Gut. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.